Die Apple Watch ist ein extrem praktisches Gadget, welches viele Vorteile im Alltag bietet. Und in diesem Video möchte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks zeigen, mit denen ihr noch mehr aus der Apple Watch herausholen könnt. Wenn dich Tipps und Tricks rund um die Apple Watch und Apple interessieren, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr noch mehr aus eurer Apple Watch herausholen könnt. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Öffnen wir für den ersten Trick, den ich euch gerne zeigen möchte, eine beliebige App hier auf unserer Apple Watch. Öffnen die einfach einmal und daraufhin öffnen wir eine andere beliebige App, die wir eben hier einmal aufrufen wollen, wie zum Beispiel hier die Home App. Und wenn wir jetzt doppelt auf die digitale Krone drücken, dann werden wir in die zuletzt geöffnete App weitergeleitet. Also ich klicke dort zweimal drauf und daraufhin öffnet sich dann direkt die letzt geöffnete App. Wenn wir jetzt hier einmal drauf gehen, dann kommen wir wieder zu unserem Homescreen, wo wir eben unsere App-Auswahl haben. Wenn wir jetzt wieder zweimal dort drauf klicken, dann öffnet sich die App, die wir zuletzt geöffnet hatten. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, wenn man so eben relativ schnell wieder zwischen Apps wechseln kann, die man eben zuletzt geöffnet hatte. Auch diese hier zum Beispiel, zweimal draufklicken und die zuletzt geöffnete App öffnet sich wieder. Das Ganze können wir jetzt hier erneut machen und schon kommen wir hier wieder in die Erinnerung-App und das kann auf jeden Fall im Alltag sehr praktisch sein. Wie ihr mit Sicherheit wisst, haben wir die Möglichkeit, von unten nach oben zu ziehen, um das Control Center der Apple Watch zu öffnen, um zum Beispiel das WLAN einzustellen, unser iPhone zu orten und ähnliches. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Notification Center zu öffnen, von oben nach unten und hier eben unsere Benachrichtigungen zu sehen. Und das funktioniert auf dem Watch Face hier auch ohne Probleme. Wenn wir jetzt aber eine App öffnen, wie zum Beispiel diese hier, dann ist das Ganze nicht mehr ganz so einfach, weil wenn wir jetzt hier von oben nach unten ziehen, dann funktioniert das nicht. Von unten nach oben genau das gleiche Problem. Wir können aber einfach oben gedrückt halten und dann nach unten ziehen. Und das gleiche können wir unten auch machen. Leicht gedrückt halten, warten und daraufhin öffnet sich dann hier das Control bzw. Notification Center. Die Apple Watch besitzt einen einfachen Rechner, den wir hier als App öffnen können. Und wie ihr sehen könnt, das ist hier ein Prozentrechner. Wir können also ganz simpel Dinge ausrechnen. Aber die Apple Watch besitzt ein Feature, was sehr praktisch ist. Und zwar können wir den Rechner umstellen in den Einstellungen. Die öffnen wir dazu einfach einmal und scrollen dann hier ziemlich weit nach unten zu unseren Apps bis zu Rechner. Also scrollen wir hier einmal bis ganz nach unten und dann seht ihr hier auch schon Rechner. Und dort können wir drauf gehen und jetzt sehen wir hier eine weitere Funktion, die wir auswählen können. Nämlich neben Prozent haben wir hier auch eine Trinkgeldfunktion. Die aktivieren wir einfach einmal, verlassen jetzt die Einstellung und öffnen als nächstes die Rechner-App wieder. Und jetzt haben wir hier eine Funktion, die ziemlich praktisch ist. Und zwar können wir sagen, zum Beispiel wurden eben 50 Euro für einen Restaurantbesuch oder so gefordert. Das ist die Rechnung. Und wir können dann hier auf diese Prozentangabe gehen. Und dann können wir auch schon auswählen, wie viel Prozent Trinkgeld wir geben wollen. Zum Beispiel standardmäßig die 10%. Und daraufhin haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, hier auszuwählen, mit wie vielen Personen wir essen waren und mit wie vielen wir das jetzt aufteilen wollen. Und wenn wir jetzt sagen, mit 4 Personen, dann würde jetzt jeder inklusive Trinkgeld 13,75 Euro zahlen müssen. Und das finde ich eine ziemlich coole Funktion. Öffnen wir für den nächsten Trick einmal hier die Einstellungen, denn man kann ganz einfach auch mit der Apple Watch im Bereich Batterie einige Einstellungen sehen und auch vornehmen. Dazu scrollen wir einmal bis zum Punkt Batterie und hier haben wir jetzt direkt einen Überblick, wie viel Prozent haben wir noch an Akku. Dann sehen wir unsere letzte Ladung und auch den Batteriezustand. In meinem Fall hier mit der Series 5 sollte ich den Akku so langsam mal austauschen. Und zusätzlich haben wir aber noch die Option hier, wenn wir auf den Batteriezustand gehen, einmal nach unten zu scrollen und hier natürlich auch die maximale Kapazität zu sehen, was eben relevant ist, wenn man zum Beispiel eine Apple Watch kaufen oder verkaufen möchte. Und man kann noch weiter nach unten scrollen und hier das optimierte Laden genauso wie beim iPhone aktivieren. Was ebenfalls sehr cool ist, wenn eure AirPods mit eurem iPhone oder eurer Apple Watch gekoppelt sind, dann habt ihr die Möglichkeit, einmal das Control Center aufzurufen, indem wir hier einmal nach umziehen und dann hier auf die Prozent zu gehen, also auf unseren Akkustand der Apple Watch. Wenn wir dort drauf gehen, dann sehen wir auch schon direkt, dass hier die AirPods verbunden sind. In meinem Fall hier jetzt der rechte AirPod, den ich eben aktuell im Ohr stecken habe und der ist mit der Apple Watch verbunden und dann sehe ich dann hier auch direkt, der hat aktuell 100% Akkuzustand und das finde ich auch ziemlich praktisch. Für den nächsten Trick habe ich mal mein iPhone hinten in den Hintergrund gestellt, denn wenn ihr dieses verloren habt, dann könnt ihr ganz einfach, wenn eure Apple Watch verbunden ist, dieses über den Button hier orten. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einen Ton auf dem iPhone auszugeben, um es eben schneller zu finden. Aber man kann auch zusätzlich den Blitz auf der Rückseite der Kamera blinken lassen. Dazu müsst ihr einfach nur diesen Button hier gedrückt halten und das werde ich jetzt einfach einmal machen.
Wie ihr seht, wird neben dem Ton dann noch zusätzlich im Hintergrund hier der Blitz ausgegeben. Und wenn irgendwie das iPhone zum Beispiel unter dem Sofa oder so sein sollte, dann kann das zusätzlich helfen. Mit einem kleinen Trick kann man sich ganz einfach die aktuelle Uhrzeit von der Apple Watch vorlesen lassen. Dazu müsst ihr lediglich mit zwei Fingern auf das Display drücken, sprich einfach nur zwei Finger auf das Display legen und daraufhin wird die Uhrzeit laut vorgelesen. 16.14 Uhr. 16.15 Uhr. Wie ihr mit Sicherheit wisst, gibt es sehr viele unterschiedliche Watchfaces, die man installieren kann und man kann dann hier eben zwischen diesen ganz einfach hin und her wechseln und man kann eben auch neue hinzufügen, indem man gedrückt hält, kann die hier bearbeiten oder eben ganz rechts auch neue hinzufügen. Und was ebenfalls geht ist, man kann diese Watchfaces auch sortieren. Das heißt, man kann sagen, man möchte bestimmte Watchfaces vorne haben, andere weiter hinten und dazu müsst ihr einfach nur in diesem Modus einmal nochmal gedrückt halten und dann seht ihr auch schon 6 von 7, 5 von 7, 3 von 7, die könnt ihr hier jetzt ganz einfach hin und her schieben und so dafür sorgen, dass ihr eure Anordnung so ein bisschen anpasst. Wenn ihr auf eure Apple Watch Apps öffnet, dann werden diese natürlich im Hintergrund weiterhin offen gehalten und wenn ihr irgendwie mit eurer Apple Watch Probleme habt, sie nicht mehr so zuverlässig läuft oder sich aufgehängt hat, dann könnt ihr ganz einfach alle Apps im Hintergrund schließen. Dazu müsst ihr lediglich einmal den Side-Button, also den Power-Button hier gedrückt halten, bis ihr in das Ausschaltmenü kommt, nämlich in dieses hier und daraufhin haltet ihr nochmal die digitale Krone gedrückt, bis ihr wieder normal auf den Screen kommt. Und dann wurden alle Apps, die eben im Hintergrund geöffnet waren, geschlossen. Über die Apple Watch lassen sich sowohl Nachrichten verfassen als auch auf Nachrichten antworten. Nur mit WatchOS 8 habt ihr die Option zu wählen, direkt in dem Interface über Sprachantwort oder eben über Scribbeln oder per Emoji. Und wenn wir hier etwas scribbeln, was ich jetzt einfach einmal machen werde, dann habt ihr eben die Möglichkeit, euch natürlich auch relativ häufig zu verschreiben, was nervig ist und dementsprechend könnt ihr hier Wörter ganz einfach antippen. Das heißt, wir tippen da jetzt einmal rein und dann seht ihr, dass hier so ein kleines grünes Feld erscheint und jetzt können wir mit Hilfe der digitalen Krone ganz einfach durch verschiedene Vorschläge durchscrollen und so kann man natürlich dann eben auch den entsprechend richtigen Vorschlag finden. Das heißt, wenn man sich irgendwie verschrieben hat, dann findet man dort sehr, sehr viele Optionen und kann so schnell und einfach das Wort anpassen und ändern und muss es nicht komplett neu schreiben. Natürlich besitzt die Apple Watch auch eine Stoppuhr, die man ganz einfach öffnen kann. Hier befindet sich das Icon und wenn wir dort drauf gehen, dann sehen wir hier unterschiedliche Interfaces. Wir haben hier einmal analog und man kann ganz einfach zwischen verschiedenen, wie zum Beispiel auch einem digitalen Interface wechseln, indem man einfach einmal hier in die Mitte tippt. Wir kommen hier jetzt zur Kurvenansicht, dann zur hybriden Ansicht, sprich aus analog und aus digital oder eben auch zur digitalen Ansicht. Und so kann man eben ganz einfach zwischen diesen verschiedenen Interfaces wählen, was eben einem am besten liegt. Das soll es denn jetzt aber auch schon wieder von diesem Video gewesen sein und ich hoffe, der eine oder andere praktische Tipp oder Trick war für euch mit dabei, um noch mehr aus eurer Apple Watch im Alltag herauszuholen. Wenn ja, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir weitere Tipps und Tricks für die Apple Watch natürlich gerne unten in die Kommentare und lasst ein Abo da, um in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr zu verpassen und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.